Moin, wir fahren tägliche Rennen. Und zwar schmeißt er mich permanent raus. Ich habe es eben versucht, in einem Stream zu machen, das geht leider gar nicht, da mein Internet komplett abkackt, wo ich sage, fuck you. Deswegen machen wir es anders. Ich nehme es jetzt einfach auf. Und dann könnt ihr sehen, ob ich hier was reiße oder nicht. Ich bin noch ein bisschen pissig, weil ich habe es jetzt zwei, dreimal versucht. Es tut mir total leid, dass wir hier keinen Stream zurecht bekommen. Aber ich vermute, dass es komplett an meinem Internet auch liegt, dass das immer mal ein paar Aussätze hat. Sorry, sorry, sorry. Könnt ihr nichts dafür? Ich auch nicht wirklich was, aber es nervt, es fuckt ab. Und macht definitiv so keinen Spaß. Deswegen nehme ich es jetzt auf. Mal gucken, ich kriege mich auch gleich wieder zur Ruhe. Und dann passt das wieder. Aber nervt. Tierisch. Die drei Audis liegen immer nach vorne. Mal gucken. So, dann wollen wir uns mehr mit Spanien anlegen. Ist das ein BMW hier vorne?
ich meine vor dem Audi. Oh, da ist immer geschubst worden. Da kam ein Schubser. Au. Der war böse. Ist der zweite Audi auch noch geschubst worden. Also El Muerta gibt es ganz schöne. Sag mal, was war denn das jetzt? Ein kleiner Rambo unterwegs. Hauptsache gewinnen. Und neben mir ist noch einer. Wo war der denn jetzt hin? Also ich würde mich für den Spanier freuen, wenn der es schafft, weil der Emotor, der zieht hier ganz schön durch. Ich muss am Ende nur ordentlich fahren, dann kann ich eventuell davon sogar profitieren, dass die beiden da vorne sich so drangsalieren. Weil hinter mir ist gerade nicht viel los. Ich hoffe, der kriegt vorne Strafen. Das gibt's sogar nicht. Hey, ist wirklich ein BMW. So, nach hinten habe ich etwas Luft. Das heißt, ich kann mich komplett auf die hier vorne konzentrieren.
Letzte Runde. Mensch, von den drei Audi TTs bin ich der Einzige, der nach vorne ist. Komm, greif nochmal an. Hauen raus. Der sitzt fest im Sattel. Ich frage mich, wo die anderen Audis sind. GTR 650S, dritter Platz, zweiter Platz sogar, der hat zu Recht eine Strafe bekommen. Ich finde es gut. Dem Spanier gönne ich's. Sorry, El Muerta, aber das war nicht ganz koscher. Ein Flugzeug, ein Flugzeug. So, die Kurve kann ich ohne Bremsen mitnehmen. Hier auch. Nur die nächste muss ich einbremsen. Ja, das sieht ein bisschen besser aus. So. Nachts N200 ist es sogar nur. Ja, ein Teilstimmer. Vierter Stelle. Auf geht's. Ein Deutscher vor mir.
Ja, hört auf zu schubsen. Wird sich nicht gestritten. Einmal komplette Karambolagen. Nochmal. Jetzt setze ich mich hinter ihm. Das Ansaugen. Entschuldigung. Oh, hier kommt einer von rechts. Entschuldigung. Was passiert? Führungsrunden. Aber auch nur durch Zufall. So, wieder Vierter. So ein Mist, der Massenkarambolage. Aber absolut. Wahnsinn. Ja, ob ich da nochmal vorkomme, ich weiß es nicht. Ist es nicht Abracadabra? Naja. Ah, oh, wehe. Ah, warum? Das war so unnötig. Ja, zumindest da angekommen, wo ich angefangen habe. Das war jetzt echt zu erwarten und völlig unnötig, da mich nochmal zu schubsen. Kann man nur mit dem Kopf schütteln. R8. Das ist natürlich nicht schlecht. So, dann wollen wir mal gucken.
Auf geht's. Nein, nein, nein. Spohrbock hat den Raum verlassen. Schade. Dein, der wurde da. Das ist der Zitronen. Das ist noch ein M6, okay. Dann kommt meine R8, man sieht nur nicht. Nein, man sieht nicht, ich bin in der Kurve irgendwo. Da bin ich. Und auf geht's. So, hier sind die Pylonen schon wieder weg. Au. Oh.
eine Dummheit. Kurve zu eng genommen. Scheiße. Und das 10 Runden, alles klar. Ich komme hier außen nicht vorbei. Und jetzt Gas. Und das ohne den Mustang abzuschießen. Lass dich nicht nervös machen von mir. Der hält sich gut vor mir. Ich muss doch hier langsam mal vorkommen, das gibt's ja nicht. Also es ist ein bisschen abartig. Oh. Ich glaube, das war nicht erlaubt. Und dafür bekomme ich auch noch eine Strafe.
Definitiv nicht mein Rennen. Es lief vorhin besser. Okay. Zumindest haben wir den siebten Platz wieder. Also der Rempler war zu sehr Brechstange, gebe ich zu, war mein Fehler. Oder meine Schuld. Was machst du denn da? Einmal komplett falsch stehen. So, du musst dann, komm her. Nicht, bleib hier, nicht wieder ausbrechen. Den Druck hier aufbauen.
Bist du abgekürzt? Du hast abgekürzt. Ich hab's gesehen. Bremse, 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 zu weit raus. Entschuldigung. Na gut, Vorsprung zunichte. Das war keine gute Runde. Hat er sich verbremst in der einen Kurve. Na komm. Track Limit, abgekürzt. Das war nicht so gut. Das ist auch nicht gut. Oh. Druck, Druck! Mann! Ich bin sehr gespannt, ob er am Ende eine Strafe kriegt, weil zweimal die Strecke verlassen. Also abgekürzt. Aber jetzt hat er ordentlich Vorsprung. Der wird sicher sagen, oh, nicht schon wieder der.
Na komm. Hör auf zu drängeln. Das hast du nicht nötig. Huch, Entschuldigung. Letzte Runde, mal gucken, ob wir noch kriegen. Und da bin ich echt gespannt, wer hier die meisten Strafen von uns beiden kriegt. Schon wieder abgekürzt. Freundchen, das wird teuer für dich. Keinen Fehler machen. Oh, ich sehe es schon kommen. Yes. Mein Platz. Oh, er kriegt 2 Sekunden Strafe. Okay, sorry. Aber man hat am Ende den vierten noch geholt. Der ist richtig gut gefahren. Muss man ganz ehrlich sagen. Richtig gut gefahren. Na gut, das soll es gewesen sein. Wir schauen mal, ob wir was bekommen haben. Ja gut, außerhalb meiner Reichweite, The Great One im BMW M6. Sicherlich verdient gewonnen. Den habe ich auch gar nicht mehr gesehen irgendwann. Okay. Zack. Sind immer noch Rang D und im Sportgeist Rang C, das ist ganz gut. Da wollten wir ja ein bisschen aufpassen. So, tägliches Training. Ein Honda Civic, den habe ich glaube schon. Ach, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Na gut, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich. Bis dann und tschüss.